Herzlich willkommen zurück, Stormtrooper, in dieser dunklen, gruselig, schaurigen Höhle, in der ich mich hier am laufenden Meter erschrecke und sterbe. Ja, das trifft sehr gut. Vor allem das mit dem Sterben. Also hier sind wir zuletzt noch gestorben. Das war ein fantastischer Tod, aufgespießt von Pfählen im Wasser. Das war noch schön. Denkt, man könnte es schaffen. Ach, was war das denn jetzt? Mitten in der Luft. Nö. Ich will nicht dahin. Nein, ich will lieber, was weiß ich, sterben. Genau das wollt's wieder. Okay. Vielleicht wie wär's dieses Mal ohne sterben, Lara? Ich habe auch kein Problem, dass ich mit dir länger hin und her renn. Aber weiter geht's jetzt gerade echt nicht. Was macht sie denn? Och, das ist doch... Ich muss kann sie nicht laufen und springen und einfach... Och. Ach, das ist doch bescheuert. Ach, und jetzt funktioniert es auf einmal. Jetzt. Klar. Jetzt. Tagebuch des T. Serrano 6. 1. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes. Ja, ich glaube nicht, dass das die Stimme Gottes war, aber hey... Ich will dich ja... Nee. Wir brauchen hier was schneller feuert. Wenn da wieder von irgendwo so ein Typi... herunterkommt. Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür? Ja, wir werden das herausfinden. Hey! Ich wollte nicht, dass du da schon hingehst. Oh. Blöde Kuh. Warum hat sie das getan? Die hat das mit Absicht gemacht, oder? Ich sag was und sie geht mit Absicht hin und... Okay, wir müssen irgendwie die Tür öffnen. Dafür müssen wir erstmal darüber auf die andere Seite. Hier können wir nicht rein. Hier geht's halt auch nicht hoch. Wir wollen ja sowieso erstmal alles sehen. Hier könnte die Schatulle sein. Ja, aber erstmal. X-Chell und Chuck-Chell schützen die Schatulle. Na toll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ist, wenn X-Chell und Chuck-Chell die Schatulle schützen. Könnte gefährlich werden.
noch mehr? Was ist da oben? Ja, da sind noch mehr. Ich höre es. Oh Mann. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oh. Ach Gott, hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, aber erstmal. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Noch mehr Munition. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ich hab's verstanden. Also wir haben jetzt auch an der Pistole wieder Munition. Das mache ich jetzt schon wahnsinnig. Genau. Ah, okay. Mal gucken, ob das funktioniert. An welchem Rad brauche ich jetzt eigentlich das fließende Wasser? Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ich will nicht deinen Tipp hören. Ich will gucken, wo ich hinspringen muss.
Kommt sie darüber? Nee. Auch nicht. Wo sind denn meine weißen Kantenmalereien, die es sonst auch immer gibt hier? Haben Pause. Die Kantenmaler haben heute Pause. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ich weiß, aber ich muss... den da oben drehen. Und da muss ich erstmal da oben hin. Ich glaube, ich hab's jetzt. Und zwar müssen wir das Ding hier einmal komplett nochmal drehen. In die andere Richtung. So. Okay. Okay. Wow. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ich weiß. Ich hab's mittlerweile verstanden. Und deine Tipps sind keine Tipps mehr, sondern sehr, sehr nervig. So, kommt nochmal. Oh, ich hasse das Level gerade. Ich hasse es so sehr. Und ich bin sehr froh, wenn wir hier vorbei sind. Langsam wird das hier was. So, und jetzt müssen wir das hier wieder drehen. Ja, das war's. Fast fertig. Woher kommen die bloß alle? Hallo? Wo kann ich jetzt hin? Mein nächstes Ziel.
Was ist das? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Warum kann ich nicht einfach jetzt hier reinlaufen? Zwei Türen, natürlich. Aber das muss die letzte sein. Okay, wir haben einmal hier wieder das Ding. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ist es ein Herausforderungsobjekt oder? Hier irgendwas, wo ich kaputt machen kann. Okay. Da muss ich wieder, glaube ich, was drehen. Fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder so wie vorhin. Aber ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Hilfe. Gut, vielversprechend. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja, ich weiß. Dreht sich nicht. Ist klar. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Okay. Ja, und hier. Und nochmal. Dann werde ich jetzt gleich wieder von den Dingern begrüßt. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad.
brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich habe keine Munition mehr. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Wir werden das ganz bestimmt noch mal angegriffen. Ich sehe es schon kommen. Es wäre zu einfach, wenn nicht. Ich will nicht. Oder haben sie aufgehört, weil wir was geschafft haben? Was bist du denn? Oh Mist. Sie gehen nicht rein. Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Gut oder schlecht? Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Wow. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind doch unter der Erde. Kilometer weit. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unoratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Und sie denken, du warst es. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Da steckt ein Pfeil in mir. Ja. Verdammt!
komm schon. Ja, Laura, sie denken, du bist das absolute Böse. Na, da geht die Flucht. Haben wir es jetzt geschafft, wenn wir unter Wasser sind, oder? So, schön weiter. Gut. Es scheint, als hätten wir das überstanden. Endlich. Geschafft. Was haben wir geschafft, zum Ausgang zu gelangen? Ja. Ja. Gut, Mal gucken, ob wir mal wieder Metall mitnehmen können. Nee, wir sind immer noch voll. Genug Platz. So. Okay. Ist auch nix. Hier kann ich durch. Ja, geht auch durch. Wir finden hier die Steigeisen, die wir gerade eben... Das könnte helfen. ...gebraucht haben. Gut, da lag noch ein Tagebuch. Wir wollen ja jetzt auch wissen, wer der junge Mann ist. Tada! Wir können jetzt wieder Überhänge begleiten. Tagebuch haben wir hier keins, können wir nicht lesen. Wie wir da oben, da drüben, die Überhänge beklettern. Und wo es dann eigentlich hingeht, wie es weitergeht, was noch alles passieren wird. In der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir haben noch mal eine etwas längere Folge. Ich muss einiges gut machen. Ihr habt lange gewartet. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ein Wagen war nur für uns zwei. Für jetzt und ewiglich. Wir hielten an dem Haus, das schien. Bloß Wölbung der Natur. Sogar das Dach war kaum zu sehen. Der Sims die Erde nur.